Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leitweis und ich darf Sie sehr herzlich zu unserem kurzen Update begrüßen. Die Medien überschlagen sich ja aktuell mit Nachrichten rund um das Coronavirus, die Diskussionen über den weiteren Verlauf der Ölpreise, respektive natürlich auch der unterschiedlichen Versorgung mit dem Thema Öl spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Und dementsprechend haben wir in dieser Woche teilweise historische Bewegungen an den Kapitalmärkten gesehen. Sogar der Unsicherheitsindex in den USA, der versucht, die Verunsicherung abzubilden, hat ein Niveau überschritten, was wir zuletzt in der Finanzkrise gesehen haben. Parallel dazu gestern auch die Aktienmärkte mit teilweise sehr starken Rückgängen. Also alles in allem eine sehr schwarze Woche und wir wollen nun versuchen, das Ganze kurz einzuordnen, weil wir auch der Meinung sind, dass manches, was in den Medien dargestellt wird, vielleicht nicht immer dazu geeignet ist, die beste Entscheidungsbasis hier zu bieten. Zumindest nicht dann, wenn man von einem gewissen Anlagehorizont ausgeht. Wir blicken zunächst auf die Konjunktur und da muss man sagen, da ist relativ viel Unsicherheit drin. Teilweise können Sie bei den Prognosen auch einfach eine Münze werfen. Sie alle können das ja auch im persönlichen Umfeld sehen. Auf der einen Seite werden die Mitarbeiter ins Homeoffice entsendet, beziehungsweise werden gebeten, im Homeoffice zu arbeiten. Auf der anderen Seite werden Kitas und Kindergärten geschlossen. Und dementsprechend haben wir ein Umfeld, in dem diese Eindämmung des Virus, also die weitere Ausbreitung, reduziert werden soll. Und diese Eindämmung, die hat natürlich ein ökonomisches Preisschild. Das heißt, das ist damit zu bezahlen, dass wir konjunkturelle Einbußen haben. Und momentan kann niemand von uns realistisch sagen, ob diese Einbußen so hoch sind, wie sie im Worst Case an die Wand gemalt werden, ob das Ganze vielleicht doch etwas milder verläuft, wie weit Nachholeffekte hier zu erwarten sind. Also da ist einfach eine große Portion Unsicherheit mit drin und diese Unsicherheit, die wird natürlich momentan auch durch Schlagzeilen entsprechend weitergetragen. Sie können sich ja gar nicht wehren. Sie bekommen ja quasi minütlich die neuesten Hochrechnungen zu den Erkrankungen rund um das Coronavirus präsentiert und das alles erzeugt natürlich eine Umgebung, die doch natürlich eine gewisse Panik letztendlich generiert oder zumindest das Potenzial hat, eine Stimmung zu generieren, die man als Panik bezeichnen könnte. Wenn wir zunächst nochmal dann dementsprechend auf die Konjunktur schauen, das mal hier dargestellt, wo wir eigentlich herkommen, dass ein Index, der die ökonomische Unsicherheit misst, also ein Unsicherheitsindex. Sie sehen Stand Januar 2020. Warum zeige ich Ihnen das? Weil wir eben auch in den vergangenen Jahren schon durch die Wahl von Donald Trump, durch das Thema Brexit, durch teilweise auch andere Konfliktpotenziale hier einen massiven Anstieg des Verunsicherungspotenzials gesehen haben. Und dann kam eigentlich gerade so im Januar 2020 beziehungsweise im vierten Quartal 2019 kam so die Unsicherheit ein bisschen zurück und wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass dieser Unsicherheitsindex jetzt mit den nächsten Datenpunkten wieder massiv nach oben ansteigen wird. Also wirklich, wir waren auf dem richtigen Weg. Die Börsenkurse haben das auch im Jahr 2019 vorweggenommen und dann jetzt eben dieses Corona-Thema, was man ja zuerst als, ja, so nach dem Motto, das wird sowas wie SARS werden, das ist ein lokales Phänomen, das wird nicht so dramatisch, wurde es ja jetzt doch nun zu einem Thema, wo man sagt, okay, wir werden hier massive Einschränkungen haben, man soll Sozialkontakte vermeiden, viele Sportevents werden abgesagt und dementsprechend sehen Sie schon auch die Auswirkungen nicht nur hier im Arbeitsleben zu spüren, sondern auch eben im Privatleben mit entsprechenden Auswirkungen natürlich auf den privaten Konsum und dementsprechend auch auf die Unternehmen, die in diesem Umfeld natürlich weniger Dienstleistungen, respektive weniger Produkte vielleicht auch absetzen können. Das Ganze seinen Ursprung in China entsprechend genommen. Deswegen hier mal die Darstellung, bei der man sich anschaut, welche wirtschaftlichen Daten man erwartet hat und wie dann die realen wirtschaftlichen Daten hineinkamen. Also wenn Sie möchten, ein Abgleich zwischen Erwartung und Realität. Und da sehen Sie schon hier am rechten Rand, wie das für China implodiert ist. Das Ganze begleitet auch von entsprechenden Frachtraten, die sich massiv reduziert haben. Also der Welthandel hier entsprechend mit einem Schockevent. Das Ganze hat sich dann fortgesetzt. Sie alle wissen die Diskussionen um die Frage, inwieweit Lieferketten betroffen sind, inwieweit es vielleicht nur zeitliche Verschiebungen sind, inwieweit vielleicht doch dauerhafte Schäden auch hier entstehen. Auch das Thema Rückgang der Globalisierung wird an die Wand gemalt. Also das Typische, was wir in einem solchen Umfeld haben, sehen eine Bewegung und die wird dann
in alle Richtungen nach oben weiter extrapoliert. Also da muss man jetzt, glaube ich, mal auch nochmal warten. De facto, was, glaube ich, ganz klar sein muss, wir haben einen massiven wirtschaftlichen Einfluss. Wir haben einen massiven Einfluss auf das Wachstum der Weltwirtschaft. Wir sehen dementsprechend auch, dass sich das Ganze quer durch die verschiedenen Branchen auch entsprechend hier durchfrisst. Das trifft natürlich den Tourismus nochmal vielleicht ein bisschen stärker als die Softwareanbieter, weil, sag mal, Microsoft wird jetzt nicht weniger Office 365-Lizenzen verkaufen aufgrund des Virus, aber dementsprechend auch die Branchen sind ein bisschen heterogen betroffen vom Grundprinzip. Die einen werden da ganz vernünftig durchkommen, die anderen werden ein bisschen Nachholeffekte sehen. Bei anderen Branchen wird einfach Umsatz wegfallen, weil wenn Sie eben die letzten 20 Tage nicht im Starbucks waren, weil Sie in Quarantäne waren, dann werden Sie am 21. Tag nicht die 20 Kaffee, die Sie in den 20 vorhergehenden Tagen nicht hatten, die werden Sie nicht auf einen Schlag kompensieren. Also hier doch sehr, sehr stark auch die Wirtschaft insgesamt auch heterogen betroffen und das sieht man entsprechend auch am Kapitalmarkt. Wenn wir uns dementsprechend die Reaktionen anschauen auf diese offensichtlichen wirtschaftlichen Verwerfungen, die nochmal ganz klar kommuniziert, niemand einschätzen kann. Sie können verschiedene Hochrechnungen treffen, aber die haben aus unserer Perspektive wirklich die Qualität eines Münzwurfs. Dann sehen wir das, was wir an den Kapitalmärkten immer erwarten dürfen. Wir sehen natürlich starke Übertreibungen und diese Übertreibungen, die werden in einem Umfeld, wie wir es haben, wo doch auch viele Kapitalmarktvolumen nach technischen Handelssystemen gesteuert werden. Da sehen Sie tendenziell, dass Kursrückgänge weitere Kursrückgänge verursachen. Auch wenn der Gleichlauf zwischen Vermögensklassen nach oben geht, dann werden Positionen abgebaut. Und das alles führt eben zu diesen Kettenreaktionen. Und dann passen eben auch die Preisbewegungen an den Kapitalmärkten sehr schön zu den großen Schlagzeilen, die wir sehen. Und auch da nochmal zur Erinnerung, wenn Sie heute keine großen Schlagzeilen haben, dann haben Sie keine entsprechende Klickraten. Wenn Sie keine Klickraten haben, dann haben Sie keine Reichweite. Ohne Reichweite haben Sie natürlich auch geringere Werbeeinnahmen. Und deswegen sehen wir auch dieses Überbieten an großen Schlagzeilen, weil es ist natürlich auch ein Geschäftsmodell. Also auch hier, glaube ich, wichtig zu differenzieren zwischen echten Nachrichten und zwischen Themen, die man vielleicht auch eher so ein bisschen unter dem Aspekt Infotainment abspeisen sollte. Nichtsdestotrotz, wir haben gesehen, dass wir einen Rückgang am Kapitalmarkt hier letztendlich festhalten müssen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, ein Rückgang am Aktienmarkt ist naturgemäß auf jeden Fall konsequent und korrekt, wenn man sieht, dass die Wirtschaft sich eintrübt, wenn man sieht, dass die Unternehmen entsprechend Gewinnwarnungen hier herausgeben müssen. Aber was natürlich durchaus bemerkenswert ist, ist die Stärke dieses Rückgangs. Also sprich, wo sie teilweise dann wirklich auch im US-Aktienmarkt mal den Handel einstellen, wo wir dann Tagesverluste von 10% auch in marktbreiten Indizes, die im US-Aktienmarkt sehen. Also das ist doch sehr, sehr ungewöhnlich. Das heißt, der Kapitalmarkt versucht hier wirklich den ökonomischen Preis oder den ökonomischen Schaden festzustellen und tendenziell, wie gesagt, durch Handelssysteme und auch ein bisschen Panik wird das Ganze natürlich nach unten verzerrt. Also die üblichen Übertreibungen, die man eigentlich immer erwarten darf. Dementsprechend, Sie können sehen, Aktien Europa hier auf 20 Tage minus 32%, Aktienwelt minus 27%. Also wir haben hier wirklich gesehen, egal in welchem globalen Segment Sie investiert sind am Aktienmarkt, das ist alles einheitlich gefallen und während es am Anleihemarkt noch eine Differenzierung gab zwischen sicheren Staatsanleihen von Deutschland oder auch den USA, sieht man am Aktienmarkt, dass einfach einheitlich alles abverkauft wird und das natürlich auch in Krisen nicht ungewöhnlich. Es dauert dann immer ein paar Tage oder Wochen, bis sich der Markt sortiert, bis man differenziert zwischen den unterschiedlichen Geschäftsmodellen der Unternehmen. Also von daher glaube ich auch, wir sind ja noch nicht ganz unten angekommen, das nie zu prognostizieren, aber natürlich nicht ganz der schlechteste Zeitpunkt, wenn man sich nicht Ende Januar in den Anlagenotstand hat reintreiben zu lassen, um mal zu überlegen, wie man das Portfolio für die Zukunft positioniert, weil die Folgen, die werden wir gleich auch nochmal entsprechend auch hier sehen. Das Ganze zeigt sich nicht nur am Aktienmarkt, klar, auch die Anleihen, insbesondere Hochzinsanleihen, die haben natürlich ein Thema, das sind Unternehmensanleihen mit einem höheren Zins. So sollte es zumindest sein, aber Sie sehen schon auch in diesem Anlagenotstand, teilweise gab es da Renditen,
Also Risikoaufschläge, die waren unter 2%. Das ist natürlich ökonomisch nicht zu rechtfertigen, also wirklich Anlagenotstand pur. Und von daher auch an dieser Stelle nochmal der Aufruf, lassen Sie sich nicht zu sehr in den Anlagenotstand reindrängen. Wir haben eine extreme Verschuldung global im Unternehmenssektor. Und wenn wir jetzt hier wirklich mal eine globale Rezession sehen, dann werden wir auch sehen, dass es zu Unternehmenspleiten kommt. Und das hat natürlich auch Auswirkungen, insbesondere auf die schwächeren Unternehmen. Und von daher, wie gesagt, Kapitalanlage bedeutet immer, Risikoprämien zu verdienen. Und diese Risikoprämien, die sollten angemessen sein für die tatsächlich eingegangenen Risiken. Und da haben wir gesehen, insbesondere vielleicht auch zum Jahreswechsel 2019, da war das nicht mehr ganz angemessen. Von daher ein bisschen mit Augenmaß auch nicht nur auf die absolute Rendite schauen, sondern auch auf die relative Höhe der Vergütung, die man für dieses Risiko bekommt, eben in Form der Prämien. Wenn wir hinter die Kulissen schauen, ich glaube, das ist noch viel wesentlicher als jetzt die reine Preisbewegung des deutschen Aktienmarktes oder ob jetzt Euro-Dollar 1-2% nach oben oder unten geht, viel wichtiger auch, was passiert im Hintergrund, also hier die Differenzierung zwischen der reinen Schwankungsbreite am Aktienmarkt, das sehen Sie hier in Rot dargestellt, das ist der Volatilitätsindex für den US-Aktienmarkt, Sie sehen, da haben wir ein Niveau übertroffen gestern, was oberhalb der globalen Finanzkrise liegt, also wirklich doch spektakulärer Anstieg, diese Fahnenstange hier, viel wichtiger sind aber, das in Blau dargestellt, die Financial Conditions in den USA, auch da werden Sie sehen, das wird sich ein bisschen nach oben bewegen, bei weitem nicht so dramatisch. Und dann ganz unten nochmal hier, das sind Stressindizes, wie sie von der Notenbank berechnet werden. Da sehen Sie auch, die gehen nach oben. Da geht eben nicht nur die Volatilität mit ein, sondern auch Credit Spreads, also Kreditrisikoprämien und andere volkswirtschaftliche respektive Kapitalmarktkennzahlen. Also sprich, das eine ist die Schwankungsbreite am Markt, auch die Verunsicherung, das andere ist wirklich das zugrunde liegende Umfeld. Und hier sieht man schon einen Anstieg von niedrigem Niveau. Und das begründet auch, warum Sie letztendlich in den Zeitungen lesen, dass wir hier entsprechende Interventionen durch die US-Notenbank haben. Man stellt Kapital zur Verfügung, um hier die Liquidität zu sichern, weil man natürlich in einem solchen Umfeld nicht das Risiko eingehen möchte, dass die Interbankenmärkte austrocknen und dass wir hier entsprechend Reaktionen sehen, wie wir es vielleicht auch bei der Finanzkrise hatten, wo man einfach Themen unterschätzt hat. Also hier dieses Risiko, das sehen wir aktuell nicht. Warum? Weil diese Themen, die stehen in der Zeitung und wenn sie in der Zeitung stehen, dann können Sie davon ausgehen, dass auch die Notenbank diese Themen auf dem Schirm hat. Also von daher, das auch die Begründung dafür, warum die Notenbanken sich hier momentan positionieren, warum sie Zinssenkungen sehen in den USA, weitere werden erwartet, warum sie eine Zinssenkung in England gesehen haben, warum sie auch entsprechend gestern hier nochmal die Europäische Zentralbank gesehen haben, die agiert hat. Also sprich, das sind natürlich alles Gegenmaßnahmen, um diesem Illiquiditätsthema zuvorzukommen, um zu verhindern, dass eine Misstrauenssituation im Finanzsektor entsteht, der dann wiederum über eine verringerte Kreditvergabe sich auch in die Realwirtschaft durchfrisst, weil das muss auch klar sein, momentan ist sicherlich ein ungünstiger Zeitpunkt, um die Geldpolitik hier zu straffen. Wir sehen das auch bei den Kreditausfallversicherungen für den europäischen Bankensektor. Da sehen Sie auch, das geht leicht nach oben. Also sprich, wenn Sie Versicherungen kaufen, vereinfacht dargestellt, um sich gegen Bankeninsolvenzen zu schützen, dann sehen Sie, dass der Preis hier leicht gestiegen ist. Aber wir können auch sehen, wir sind hier deutlich unter den Leveln, die wir 2015, 2016 hatten. Wir sind deutlich unter dem Level, was wir im Rahmen der Euro- und Staatsschuldenkrise gesehen haben. Sie wissen, dann hier war Mario Draghi mit whatever it takes. Danach haben wir alle Probleme in Liquidität ersoffen, auch mit vielleicht nicht immer marktwirtschaftlich und ordnungspolitisch korrekten Maßnahmen. Aber im Ergebnis muss man sagen, der Großteil der Gesellschaft hat eben ein Interesse an gesellschaftlicher Stabilität und dazu gehört ein funktionierender Finanzsektor auch, wenn man das vielleicht nicht immer als ordnungspolitisch korrekt empfinden würde. Der Preis, den man einfach zahlen muss in einer Welt, die mittlerweile rund 60 bis 70 Jahre in einem umgedeckten Papiergeldsystem lebt, der sind eben auch diese Nebenwirkungen und ich denke, die werden wir in Zukunft auch immer sehen und die wird aber am Ende des Tages immer wieder durch die Notenbanken weggebügelt werden. Was vielleicht noch interessant ist, weil wir über europäische Banken sprechen, auch die Sicherheit von Bankguthaben, die ja grundsätzlich immer einen Kredit an das Bankinstitut darstellen. Sie wissen, Wertpapiere sind Sondervermögen, von einer Insolvenz nicht betroffen. Bankguthaben sind ein Kredit an das entsprechende Institut. Dementsprechend wird man natürlich ganz genau hinschauen, welche Friktionen gibt es hier. Es gibt auch einen Stressindikator der Europäischen Zentralbank, der auch jüngst von einem niedrigen Niveau entsprechend angestiegen. Und die
Statements von Christine Lagarde gestern, die wurden ja auch vom Markt etwas enttäuschend aufgenommen. Teilweise wird interpretiert, es ist eben nicht genug, was man hier tut, das wäre zu zaghaft. Aber ich glaube, ein Satz, der war entscheidend, und sie hat letztendlich gesagt, dass die Europäische Zentralbank nicht dafür zuständig wäre, wie die Renditen für die einzelnen Länder sind, also quasi wie die Risikoprämien und die Aufschläge zwischen sehr, sehr starken Ländern, wie beispielsweise Deutschland, und schwächeren Ländern, wie beispielsweise Italien, was ja de facto seit 20 Jahren kein Wirtschaftswachstum aufweisen kann, was dementsprechend auch anfällig ist, natürlich für populistische Themen. Und da ist natürlich diese Differenz auch der Renditen zwischen den Staatsanleihen relevant, und die habe ich Ihnen hier mal mitgebracht. Und da sehen Sie schon, das Ganze hatte sich wieder ein bisschen beruhigt, auch jüngst geht jetzt wieder nach oben. Und Italien ist ja auch überdurchschnittlich stark von dem Coronavirus betroffen. Und wenn Sie natürlich eine Wirtschaft haben, die ohnehin angeschlagen ist, wenn Sie eine Gesellschaft haben, die sehr, sehr stark geteilt ist, wenn Sie jetzt eben die Differenzen sehen zwischen dem wirtschaftlich starken Norditalien und eben dem schwächeren Süditalien, haben Sie hier natürlich Problemfelder, dann haben Sie hier natürlich, wenn wir an Wahlen denken, wieder auch das Potenzial, also für Verunsicherung zu sorgen. Dementsprechend das etwas, auf was man sich konzentrieren sollte, weil Italien ist ein sehr, sehr großer Schuldner im Euroraum, von daher, man sollte auch bei der Kapitalanlage darauf achten, wenn man sich positioniert über Geldmarktfonds, über Anleihen, über Mischfonds und ähnliches, wo genau liegt denn eigentlich mein Geld? Und wir sind da momentan, was heißt momentan, ja schon seit Anfang 2020 eher im sehr defensiven Bereich, was weniger mit dem Coronavirus zu tun hatte, sondern einfach damit, dass wir die Risikoprämien in manchen Segmenten des Kapitalmarktes für etwas zu niedrig erachtet haben. Geld- und Fiskalpolitik, ich glaube, das kann man gut zusammenfassen. Sie werden koordinierte Maßnahmen sehen. Wir sehen das in Deutschland, es wird einen vereinfachten Zugang zum Kurzarbeitergeld geben. Wir werden von der schwarzen Null abrücken. Deutschland, die Staatsverschuldung liegt ja nach offizieller Lesart bei rund 60% der Wirtschaftsleistung. Also Deutschland könnte ja problemlos ein Konjunkturprogramm von 10% der Wirtschaftsleistung fahren, ohne Gegenfinanzierungseffekte, und hätte immer noch eine exzellente Staatsverschuldung. Das alles in einem Umfeld, wo die Zinsen für 10- und 30-jährige Staatsanleihen deutlich unterhalb der offiziellen Inflationsrate liegen. Also Deutschland bekommt momentan real Geld geschenkt, und ich kann mir gut vorstellen, dass wir in diesem Umfeld hier wirklich ein sehr großes Konjunkturprogramm sehen, um entsprechend hier die Schwäche aufzufangen, die wir sehen, und das eben auch diesen Zwiespalt, den wir haben zwischen massiven wirtschaftlichen Friktionen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben den Gegenmaßnahmen von der Geldpolitik und auch von der Fiskalpolitik, was eben Konjunkturstimuli betrifft. Wenn Sie in den Medien lesen, dass die Notenbanken kein Feuerpotenzial mehr hatten und das wäre ja alles ausgelastet, dann ja, die Zinsen können nicht mehr groß fallen. Sie können sie natürlich auch im negativen Bereich weiter senken, aber ich glaube, da hat man gelernt, das bringt der Realwirtschaft nicht wirklich viel. Deswegen hier mal dargestellt, die Relation der Zentralbankbilanz, also der Aktiva, die, wenn Sie so möchten, das Level der Interventionen darstellt in Relation zur Wirtschaftsleistung. Und da sehen Sie im Endeffekt Japan etwas über 100%. Der japanische Yen heute immer noch ein Fluchthafen. In Japan ziehen keine vagabondierenden Banden durch die Straßen und demonstrieren. Also sprich, Sie sehen es über 100%. Auch die demografischen Aspekte ähnlich wie in der Eurozone, und die Eurozone gerade mal bei 40%. Und ich gehe fest davon aus, dass wenn wir eine nachhaltige wirtschaftliche Krise bekommen, dann wird diese Linie noch deutlich nach oben gehen. Die USA stehen sogar nur bei 20% der Wirtschaftsleistung, wenn wir die Notenbankbilanz betrachten. Da ist auch noch sehr viel Luft. Das heißt natürlich auch weiterhin Eingriffe in den Kapitalmarkt, die wir als nicht marktwirtschaftlich erachten. Weiterhin und auch in steigendem Maß wahrscheinlich Eingriffe in das Wirtschaftssystem, die auch nicht ganz marktwirtschaftlich korrekt sind. Eigentlich müsste man ja schwache Unternehmen pleite gehen lassen, damit am Ende des Tages das Wirtschaftssystem stärker darstellt. Das wird aber wahrscheinlich nicht im großen Stil passieren. Man wird eingreifen, weil es gesellschaftlich und politisch opportun ist. Und damit wird man diese extremen Dellen natürlich wieder etwas glätten, mit allen bekannten Nachteilen. Auf absehbare Zeit keine Zinsen, auf absehbare Zeit finanzielle Repression. Die zinsbasierten Altersvorsorgesysteme werden zunehmend an die Wand gedrückt. Also sprich, bei dem Blick über den Tellerrand hinaus, wenn wir die jetzige Kapitalmarktbewegung mal einordnen, dann muss man sagen, on the long run hat sich das Bild, das strategische Bild noch deutlich verschärft. Wir sehen noch niedrigere Zinsen, wir sehen noch mehr Interventionen der Staaten, wir werden noch mehr finanzielle Repression sehen, und dementsprechend
muss man auch sagen, der Weg geht an einem global gestreuten Kapitalmarktportfolio, was wirklich Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle enthält, nicht vorbei. Das natürlich in der jeweils passenden Gewichtung. Und dann muss man auch einfach sagen, wenn diese Hausaufgaben gemacht sind, dann gilt es auch nicht täglich ins Depot zu schauen, weil wir sind halt von den Gehirnwindungen doch noch ein bisschen auf dem Neandertaler-Level. Das heißt, wir können entweder angreifen oder wir können entweder flüchten, weil unsere Vorfahren, die stehen geblieben sind und haben erstmal überlegt, die wurden vom Säbelzahntiger eben aufgefressen. Also die hat man eben hier deswegen auch irgendwo aussortiert über die letzten Jahrtausende und dementsprechend mit diesen Arten, mit diesen genetisch bedingten Themen, auch mit Informationen umzugehen. Das prallt heute auf eine Welt, wo Sie im 10-Sekunden-Takt NTV-Push-Nachrichten bekommen. Und wenn Sie da dann in Ihr Portfolio schauen und sich dann die Videos anschauen, warum die Welt untergeht, dann passen natürlich die Schlagzeilen zu den Kursbewegungen. Und dass Sie dann nicht in der Lage sind, strategisch sinnvolle Finanzentscheidungen zu treffen, wenn Sie in diesem Stress sind. Ich glaube, das ist jedem bewusst. Von daher, seien Sie sich klar, wir haben Extreme in beide Richtungen und das ist tendenziell eher die Realität. Alles andere ist natürlich immer ein bisschen schön geredet. Das gilt dementsprechend in guten Zeiten ein bisschen defensiver zu sein, sich nicht in Anlagenotstand reinpressen zu lassen, in schlechten Zeiten nicht von dem Weltuntergang auszugehen, weil auch das ist klar. Wir haben keine zerstörten Produktionskapazitäten, wir haben keinen globalen Krieg, wir haben keine Millionen von Toten und Konsumenten, die jetzt ausfallen, sondern wir haben im Endeffekt ein Thema, was sich über den Zeitverlauf nivellieren wird, aber wie gesagt, mit den Problemen, die wir eben aufgrund der hohen Schulden und der systemischen Aspekte hier eben auch haben. Unser Angebot, das zum Abschluss, ich denke, die Kunden von Ihnen sind ja heute auch in der Mehrzahl, Sie kennen das alles, auch das sei an dieser Stelle nochmal deutlich erwähnt, wir haben keinerlei Eingriffe in die Anlagestrukturen getätigt, wir sind relativ defensiv in Relation zur jeweiligen Kundenausrichtung in diese Krise hineingelaufen. Dementsprechend haben wir jetzt Risikobudget, um bei niedrigeren Kursen auch zu agieren. Und allen anderen, ja, Sie können es hier mal anschauen, Sie kann ich nur ermuntern, vielleicht auch mal mit uns in den Dialog zu gehen, einen Vergleich damit zu tätigen, wie Sie aktuell Ihre finanziellen Entscheidungen treffen, das Ganze mal zu professionalisieren, um hier letztendlich die strategischen Aspekte vielleicht auch sauber aufzuarbeiten und dann in solchen Phasen, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer wieder anstehen werden. Und ich denke, es wird noch deutlich größere Krisen geben, als das, was wir momentan hier sehen, dann eben nicht zu sehr an Lebensqualität zu verlieren, weil man eben von finanziellen Bewegungen und den passenden Schlagzeilen dazu negativ überrascht wird. Ja, meine Damen und Herren, an der Stelle wäre ich auch mit meinen Ausführungen am Ende dementsprechend eine gute Möglichkeit, natürlich hier auch Fragen zu stellen. Sie können das gern über die App entsprechend tun, respektive natürlich über die Funktion auch hier, die die Software bietet. Ansonsten natürlich auch gerne im Nachhinein per E-Mail oder Telefon. Bei uns momentan auch ein bisschen mehr los als zu normalen Zeiten. Aber ich denke auch, das ist, glaube ich, durchaus nachvollziehbar, weil doch auch jeder von uns spürt, dass wir nicht nur über eine gewisse wirtschaftliche Eintrübung reden, sondern man spürt ja auch in der Art und Weise, wie die Politik kommuniziert, dass das ja auch Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben etwas haben wird und da muss man jetzt eben entsprechend durch. Ja, meine Damen und Herren, gibt es noch Fragen an dieser Stelle? Dann würde ich sagen, ich darf mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken, wünsche Ihnen allen ein angenehmes Wochenende. Lassen Sie sich nicht zu sehr verrückt machen, Sie werden unheimlich viel lesen und denken Sie immer dran, die Presse braucht Schlagzeilen, die Presse braucht große Titelbilder mit der Schlagzeile global diversifiziertes Portfolio verliert im großen Absprung 8%, mit der werden Sie keine große Reichweite generieren, Sie brauchen eben diese großen Themen. Dann muss die Frage hier rein, kein Währungsverfall in Aussicht. Nun gut, was heißt kein Währungsverfall? Der Euro ist natürlich eine Schwachwährung, das konstruktionsbedingt. Ich glaube, diese Punkte auch ausreichend bekannt. Wir haben jetzt wiederum die Maßnahmen gesehen. Wir werden keine steigenden Zinsen auch feststellen. Dementsprechend global die Währungen alle mit ähnlichen Problemen.
Das sieht man ja auch, wenn man sich die langfristigen Perspektiven betrachtet, wenn Sie sich beispielsweise auch den Eurokurs versus Gold anschauen oder im Vergleich zum Dollar, könnte man ja auch sagen, dass die ungedeckten Papierwährungen alle gegen Gold abwerten. Natürlich auch, wenn Sie die Sachwerte betrachten, wie die Immobilien beispielsweise, die sind ja nicht nur im Preis gestiegen, weil die Nachfrage so hoch ist, sondern sind natürlich auch im Preis gestiegen, weil die Zinsen so niedrig sind und weil natürlich auch hier der Euro respektive die Währung abwertet gegen entsprechend die Sachwerte. Dann noch eine Frage, ob es aus unserer Sicht sinnvoll ist, das Depot gegen eine Panik abzusichern, also einen weiteren Verfall von 30 bis 50%. Je nachdem, wann wir investiert haben, gibt es ja ohnehin Absicherungen mit Puts und ähnliches im Portfolio. Also sprich, wir halten uns davon fern, da jetzt prozyklisch zu agieren. Putz-Absicherungen sind im aktuellen Umfeld extrem teuer, also davon würden wir auf jeden Fall abraten, weil damit finanzieren Sie nur die Renditen von jemand Dritten. Wir würden tendenziell, sofern man Aktienquote aufbauen möchte, das eher selbst nutzen, indem wir quasi Volatilität verkaufen würden, weil es günstiger ist. Also dementsprechend würde man nicht zu einseitig sich aufstellen. In welchem Maß wir davon ausgehen, dass Leerverkäufer aktiv sind? Ja, Sie werden jetzt immer mal wieder eine Schlagzeile lesen, dass irgendein Hedgefonds im Januar frühzeitig darauf gesetzt hat, dass eben die Tourismusbranche massiv betroffen ist, der Short gegangen ist auf die Lufthansa, aber die werden sich auch wieder eindecken. Aber machen wir uns nichts vor, das sind nur kleine Symptome, die man hier mitbeobachten kann. Wir haben wirtschaftliche Auswirkungen und der Aktienmarkt, der Kapitalmarkt versucht, diese wirtschaftlichen Auswirkungen in Preise zu übersetzen. Da die Verunsicherung groß ist, ist diese Spannbreite auch sehr groß. Und wenn Sie das alles eben mischen mit der typischen Übertreibung, die uns Menschen innewohnt, im Guten wie im Schlechten, plus den Handelssystemen, die ein gleichgerichtetes Risikomanagement verfolgen, dann haben Sie eben auch eine Erklärung für diese Bewegung, die wir jetzt haben. Also der Grund für die Bewegung, wirtschaftlicher Abschwung, temporär auf jeden Fall 100% gegeben, lediglich die Stärke ist natürlich etwas überraschend. Entwicklung zur Meinung des Goldpreises, also Gold, ja, wir halten Gold als elementares Thema in der Vermögensstruktur seit, ich glaube, mittlerweile 12, 13 Jahren für sinnvoll. Wir würden auch die physische Struktur nicht ändern, das ist ja etwas, was ein Anker außerhalb der Finanzwerte darstellt. Auch taktisch wissen Sie, dass wir vielleicht die Goldquote momentan eher am oberen Rand halten, aber auch hier gilt, Gold hat natürlich auf der kurzfristigen Perspektive das Thema, dass wenn wir einen allgemeinen Abverkauf am Kapitalmarkt sehen, dann werden Kapitalmarktteilnehmer nicht die Aktien verkaufen, die 30% im Minus sind, sondern vielleicht das Gold, was vielleicht je nach Kaufzeitpunkt noch im Plus ist oder nur leicht im Minus. Und dementsprechend auch hier dieser Diversifikationseffekt über Aktien, Anleihen, Gold und andere Vermögensklassen, der wirkt natürlich nicht immer zu jedem Zeitpunkt. Also wenn Sie lesen, die Welt geht unter und Sie gucken in Ihr Portfolio, dann haben Sie häufig nicht den Eindruck, dass Risikostreuung wirkt, sondern Risikostreuung wirkt auch oft über den Zeitraum, weil eben dann der Markt sich ein bisschen normalisiert, weil man dann wieder vernünftig auch auf unterschiedliche ökonomische Gegebenheiten schaut. Von daher, Gold gehört mit ins Portfolio. Wichtiges, Goldminen verhalten sich anders als Gold, also von daher das nicht verwechseln, Goldminen sind eher Aktieninvestments, also von daher, wir sind grundsätzlich langfristig positiv für den Goldpreis gestimmt, was auch darin begründet liegt, dass wir natürlich hier negative Realzinsen haben. Denken Sie an das Thema finanzielle Repression, die Zinsen sind unterhalb der Inflationsrate und das wird sich auf absehbare Zeit nicht ändern, weil natürlich auch der Preis der Stützungsmaßnahmen, die wir jetzt sehen, der Preis dieser Notenbankinterventionen, der Preis dafür, dass man eben Unternehmen schützt, dass man Arbeitsplätze erhält, der liegt natürlich auch daran, dass wir Auswirkungen auf die Schulden haben und dementsprechend das natürlich alles Argumente, die auch für Gold sprechen, aber auch hier gilt, die Dosis macht das Gift. Goldquoten von jenseits der 15% halte ich doch für sehr spekulativ, weil wir müssen uns ja auch klar machen, Gold zahlt keine Zinsen, ein abgedroschener Spruch, aber Gold schwankt ja ungefähr wie der Aktienmarkt. Das heißt, Sie dürfen eigentlich Gold nicht mit einem zinslosen Konto vergleichen, sondern Sie müssen Gold mit einem globalen Kapitalmarktportfolio vergleichen, was eine ähnliche Schwankungsbreite hat. Und dann ist es doch so, dass Sie natürlich eben mit einem ähnlichen Risikobudget wie Gold momentan irgendwo Renditen zwischen 2,5% und 3% auf laufender Ebene erzielen, eben aus einer Kombination von Dividenden und eben auch Zinserträgen.
Welche Umsetzungsvolumina haben wir relativ gesehen? Sind die deutlich höher? Also sprich, momentan der größte Teil der Umsätze kommt natürlich über die Terminmärkte. Teilweise haben Sie auch Umsetzungen, die sehen Sie gar nicht an den offiziellen Börsen. Bis vor ein paar Tagen war es noch so, dass die Institutionellen kaum reagiert haben. Aber auch hier geht es, glaube ich, sich klar zu machen, dass nicht immer über den Aktienmarkt direkt agiert wird, sondern oft natürlich auch über die Terminmärkte. Aber das, glaube ich, für Sie als Anleger auch egal, warum Sie einen Preis sehen, ob das jetzt physische Verkäufe sind oder hier die Terminmärkte am Ende des Tages, gibt es hier jedoch eine sehr, sehr enge Verbindung. Dann haben wir noch eine Frage. Ist es heute zu spät, ETFs global zu verkaufen? Ja, also weil sie laufen natürlich jetzt der Preisentwicklung hinterher. Deswegen die Überlegung muss natürlich sein, was ist meine Zielaktienquote im strategischen Zusammenhang? Muss ich die momentan voll ausreizen? Tendenziell wahrscheinlich eher nicht. Ich würde mich taktisch ein bisschen defensiver positionieren. Dementsprechend würde ich es jetzt auch nicht isoliert betrachten auf einen ETF oder auf eine Wertpapierposition im Speziellen, sondern im Portfolio-Kontext. Und wenn man, wie gesagt, jetzt mal die längerfristige Perspektive einnimmt, alles, was wir momentan sehen, erhöht ja nur die relative Attraktivität von Aktien gegenüber Zinsen. Das bedeutet nicht, dass man heute blind kaufen sollte. Das bedeutet nicht, dass man Risikomanagement vernachlässigen darf. Aber es zeigt natürlich grundsätzlich, dass wir natürlich bei weiteren Aktienmarktrückgängen, bei niedrigen Zinsen feststellen werden, dass natürlich die relative Attraktivität der Aktien zunimmt. Man wird im Endeffekt die Schwankungen akzeptieren müssen. Man kann vielleicht vereinfacht sagen, der Schmerz zum Zeitpunkt ist der Preis für die Rendite über den Zeitraum. Und da leben wir einfach in einer Welt, wo Sie in einem ausbalancierten Portfolio vielleicht mit einer Relation von 1 zu 4, 1 zu 5 leben müssen. Also sprich 4% Rendite über einen Zeitraum oder 5% Rendite im Zeitraum sind vielleicht mit zwischenzeitlichen Schmerzen von vielleicht 20% Rückgang zu sehen. Also hier eine Relation von Rendite zu Risiko, die ist natürlich 1 zu 4, 1 zu 5. Und da wird es auch, glaube ich, keinen Ausweg geben, außer Sie haben mal Glück beim Timing. Aber da sehen wir ja auch viele von denen, die mit dem Risikomanagement werben, die haben die letzten 10 Jahre im Kapitalmarkt nichts verdient. Also von daher, die Motivation soll sein, rennen Sie jetzt nicht blind in das rein, was jetzt die letzten 2 Monate am besten war. Schauen Sie sich immer langfristige Verläufe auch an. Und unser Ziel ist ja auch, wenn man es schafft, die Entwicklung am Kapitalmarkt zu 80-90% mitzunehmen, wenn sie positiv ist, und zu 60-70%, wenn es runtergeht, dann klingt das nicht wirklich spektakulär. Aber wenn Sie es mal durchrechnen, dann werden Sie sehen, dass Sie damit langfristig eine vernünftige Rendite haben in Relation zu der Schwankungsbreite. Ja, also die Umsatzfrage bezog sich also darauf, ob wir auch deutlich mehr Handelsvolumen gesehen haben. Ja, sehen wir mehr Handelsvolumen. Aber nochmal, es geht nicht nur um physisch, es geht auch um die Futures. Und da Sie heute bei nahezu jedem Investmentfonds aufgrund seiner Struktur die Möglichkeit haben, Absicherungsgeschäfte zu tätigen, also vieles, was früher auch eher im Hedgefondsbereich üblich war, sehen wir da natürlich mehr Bewegung. Aber da muss man ja auch feststellen, nicht immer bedeutet ein größerer Instrumentenkasten auch eine bessere Wertentwicklung. Von daher, mein Appell ist an der Stelle immer, die wichtigen Weichen, die stellen Sie auf Ihrer persönlichen Ebene, auf der Anlegerebene und auf der Anlageebene von ETFs, Aktien, Anleihen, Investmentfonds und ähnliches. Da wird dann die Feinarbeit getan. Aber das beste Portfolio nutzt handwerklich nichts, wenn Sie als Anleger prozyklisch sind, weil dann werden Sie immer hinterherlaufen, weil eins ist klar, wer heute Aktien oder Wertpapiere verkauft, um das Gold aufs Konto zu legen, hat natürlich in 2 Wochen das Problem, dass er in der Zeitung liest, ist das Bankensystem noch sicher? Und dann will man wieder in den Sachwert rein. Und wenn Sie dann ständig zwischen diesem Angst ums Geld auf dem Konto, Angst vor Inflation und Angst vor Schwankungen am Kapitalmarkt hin und her springen, dann werden Sie natürlich immer prozyklisch agieren, dann wird nie eine Rendite übrig bleiben. Und wenn man davon ausgeht, dass man eben doch eine gewisse Rendite braucht, um seine finanziellen Ziele zu erreichen, zumindest ja mal die Inflation auszugleichen, dann wird, glaube ich, offenkundig, dass man sich hier sinnvoller positionieren muss und nicht von den täglichen Meinungen treiben lassen darf.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, gibt es noch weitere Meinungen oder Anregungen an dieser Stelle? Ansonsten, wie gesagt, auch gerne im Nachgang. Wir werden Ihnen auch die Online-Konferenz noch als Link entsprechend zur Verfügung stellen. Deswegen darf ich mich jetzt, glaube ich, dann auch bei allen bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken. Ein entspanntes Wochenende und ja, wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.